So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 7. Januar 2022. Erste Handelswoche des Jahres 2022 neigt sich bereits dem Ende. Heute im Mittelpunkt des Geschehens natürlich hier noch von Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht, auf den wir einen Blick werfen wollen. Natürlich als Indikation hier sehr starke ADP-Zahlen, die wir schon am Mittwoch zu sehen bekommen haben, wobei die so ein bisschen in den Schatten natürlich getreten sind, dessen, was uns die Fed geliefert hat in ihrem Sitzungsprotokoll. Auf das werden wir heute noch mal einen Blick werfen. Da gab es gestern zwei, drei interessante Kommentare von James Bullard, das ist der Fed-Chef der St. Louis Fed. Und da würde ich mal gerne einen Blick drauf werfen wollen im Zusammenhang, beziehungsweise dass man so ein bisschen einordnen, ob das jetzt wirklich so hawkisch war, was wir da zu sehen bekommen haben, oder ob das nicht eventuell zwischen den Zeilen doch eine subtile Dovishness war, die gar nicht so aufgefallen ist, weil erstmal in Anführungsstrichen geschossen wurde und dann im Nachgang wurden dann Fragen gestellt. Das hat sich vielleicht auch so ein bisschen herauskristallisiert im Hinblick auf die Reaktion, die wir dann gestern im US-Equities-Bereich gesehen haben. Also Follow-Through sah anders aus. Die Anzeichen verdichten sich, dass vielleicht jetzt auch so der Boden in Anführungsstrichen drin ist. Ein bisschen Übertreibung zu sehen bekommen, auch in Tesla zum Beispiel, das Einzeltitel mal rausgegriffen, ein bisschen überschossen auf der Unterseite, dieses Delivery Gap, welches dort aufgetan wurde, jetzt am Montag, nach den am letzten Sonntag sehr starke Delivery-Zahlen geliefert worden sind, ist geschlossen worden, ist übergeschlossen worden in Anführungsstrichen, also wir sind über den Schlusskurs von letzter Woche Freitag, also den Schlusskurs auch des Jahres 2021 dann nochmal hinweggeschossen, allerdings haben wir dann ein relativ scharfes Reversal gesehen und nunmehr stellt sich halt die Frage, ob der Boden da vielleicht auch drin ist. Es geht eben vom Umstand, dass es ein sehr, sehr starker Wachstumstitel ist und sich da vielleicht ein Swing-Trade anbieten könnte, worauf wir spekulieren, dann in die starken Earnings, die am 26. Januar übrigens stattfinden. Habe ich gestern nochmal nachgeschaut. Da gibt es auf der Webseite der Nasdaq eine Information. Ja, wir wollen allerdings weniger eigentlich auf Tesla schauen, als auf eine GME-Saga, die wieder jetzt so ein bisschen Fahrt aufzunehmen scheint. Gestern nachbörslich lief plötzlich über den Ticker, dass sich GameStop, die ja letztes Jahr in diesem Meme-Stock-Hype ziemlich hot war, dass in diesem Zusammenhang hier GameStop sich wohl im Krypto- und im NFT-Business in irgendeiner Form zeigen will. Nachbörslich ist die Aktie über 30% in die Höhe geschossen, gibt jetzt allerdings ein bisschen nach. Ist auch nicht unbedingt die attraktivste Trading-Aktie, aber ein Sympathy-Play vielleicht in AMC könnte sich hier ans abzeichnen. Also auch Meme-Stock, da werden wir heute einen Blick auf jeden Fall drauf werfen. Natürlich einen Blick werfen auf den kleinen Crypto-Meltdown, den wir weiter zu sehen bekommen. Bitcoin auf dem Weg in Richtung 40.000. Und nochmal einen Blick natürlich auch auf Gold. Mit dem Blick wieder schließen wir den Kreis ganz kurz zu den Non-Farm-Payrolls, die heute 14.30 Uhr eben anstehen. Also, wir haben auf jeden Fall eine Packed Agenda. Deswegen wollen wir gar nicht weiter lange einleiten, sondern ganz offiziell jetzt starten mit dem Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Für den vollständigen Risikohinweis schaut einmal auf markets.com/de, dort auch die Möglichkeit, sich eine Demo herunterzuladen, um dann den Handel kostenlos, querstrich, risikofrei testen zu können. Wenn man dann feststellt, dass dort die entsprechende Volatilität in den Produkten und dergleichen, dass sich das mit dem persönlichen Risikoprofil deckt, ist natürlich auch der Weg zu einem Live-Konto dort schnell gemacht. Neben Devisen und CFDs, Stichwort Multi-Asset-Brokerage, werden auch physische Aktien dort angeboten, Investlösungen also, beziehungsweise ETFs beispielsweise. Also gerne mal einen Blick darauf werfen. Solltet ihr Fragen haben rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Hier einmal während des Livestreams in der Chatbox, im YouTube-Stream beziehungsweise über Twitch. Nutzt gerne die Möglichkeit, auch mit Fragen unterhalb des Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt anschaut, besonders übers Wochenende, und euch irgendwelche Gedanken kommen sollten, diese unterhalb des Videos zu posten. Nutzt gerne die Möglichkeit, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, jk-trading.com/forum. Da habe ich jeden Tag eine Trading-Chatbox, wo ihr euch zu den Märkten mit mir, aber auch mit anderen Trading-Begeisterten austauschen könnt. Dann gerne in der Discord-Community vorbeischauen. Kontaktiert mich gerne über Twitter, @jensklattfx ist dort mein Kürzel, und ja, soweit zur Einführung. Ich switche einmal hier rüber in die MarketsX-Handelsplattform. Das ist übrigens der Nasdaq hier. Können wir gleich mal offen lassen. Wir hatten ihn gestern zum Thema gemacht und ich hatte dort ja ein relativ verhaltenes Bild, eigentlich bärisches Bild gezeichnet, sondern sagte eher, vielleicht ist der Boden größtenteils schon drin. Das hat sich sehr, sehr ähnlich so herauskristallisiert, wenn wir uns jetzt mal hier die Eröffnung anschauen. Da gab es einen kurzen Flashout zur Eröffnung, der uns knapp unter die Tiefs morgens aus dem Übernachthandel geführt hat, beziehungsweise
uns kurz auch unter die Tiefs. Wir werden gleich mal in die Queues schauen, da sieht man das noch ein bisschen besser. Kurz so ein Flashout-Moment nach sich gezogen hat, der dann dazu geführt hat, dass wir einen scharfen Bounce gegen die 15.600er-Region sahen und 300 Punkte dann tatsächlich in der Spitze angezogen sind. Wir haben diese Gewinne nicht ganz verteidigen können, rollen jetzt so ein bisschen über, schwache Vorgaben aus Europa. DAX kurzzeitig unter 16.000 gerutscht, das ist die Inflection. Aber nichtsdestotrotz sehen wir jetzt gerade, dass wieder Nachfrage in den Markt kommt. Ich bin weiterhin relativ guter Dinge eigentlich, dass wir dort uns zunächst kurzfristig jedenfalls keine großen Sorgen machen müssen. Und das gilt technisch ganz besonders, solange wir hier weiter im Nasdaq dann, aber auch im S&P beispielsweise, innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals uns befinden. Und diese untere Range-Begrenzung, die Region hier so roundabout um 15.600 Punkte, allerspätestens 15.500 Punkte verteidigen können, eher damit rechnen sollten, dass wir über kurz oder lang nochmal eine Attacke auf die Allzeithoch sehen. Getragen werden könnte die dann übrigens durch nicht nur einen Abkühlen am Zinsmarkt, wo wir gleich noch einen Blick drauf werfen, sondern vielleicht auch durch die entsprechende Earnings Season der Financials, die nächste Woche anstehen. Auch darauf werfen wir gleich einen Blick, aber bevor ich immer weiter rede, sollte ich mal ganz kurz gucken, ob hier alles gut gestreamt wird. Das würde sich wahrscheinlich aber jetzt schon in der Chatbox hier bemerkbar machen, wenn dem nicht so wäre. Also hier ist schon mal alles fein. Ich sehe gerade, Asche auf mein Haupt. Guten Morgen, Traders. Die Zeit muss sein. So, also das ist die Chatbox, da könnt ihr eure Fragen stellen. Ich schaue mal ganz kurz hier. YouTube ist auch alles fein, bei Twitch ist auch alles fein. Stichwort Twitch. Sollte es Probleme mit YouTube geben, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer, habt ihr hier einmal den Twitch-Link, wo die Morning-Meetings entsprechend auch einlaufen. Und ja, nunmehr, das wäre es soweit gewesen. Erstmal zur Einleitung. Also, blicken wir einmal auf den Nasdaq. Und hier in diesem Zusammenhang blicken wir einmal auf die Entwicklung von gestern. Wie gesagt, kurzer Flashout-Moment auf der Unterseite. Das ist jetzt noch nicht in Anführungsstrichen brutale Reversal gewesen, aber nichtsdestotrotz erste Signale, dass da ein Follow-through ausbleibt. Also, oder ich formuliere es mal anders. Wir haben das in der Vergangenheit vielleicht gesehen. Wir gehen jetzt mal, das sind zwar wesentlich extremere Marktumfelder, aber der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran, das ist fast ja 2 Jahre her. Wir haben vielleicht ein bisschen zeitnäher. Ja? Nehmen wir mal hier diese Entwicklung an im September. Anfang September ist dieser leichte Rollover, dann Ende September. Wir haben dort so eine Tendenz, wenn wirklich Risk-Off in den Markt kommt, dass der Markt dann auch ein Follow-Through wirklich auf der Unterseite sieht, mit einem Schluss, der nochmal deutlich unterhalb der am Vortag in diese extreme Volatilität, die dort am Mittwoch sich durch das Sitzungsprotokoll gezeigt hat, sich dann mit einem Follow-Through und Schluss unterhalb dieser Tiefs eben widerspiegelt. Wenn das eher der Bereich Boden ist, den wir hier ausbilden, dann bekommen wir nicht selten einen sogenannten Flashout-Moment zu sehen. Das war das, was ich gestern auch skizziert habe, wo ich sagte, vielleicht ein kurzer Push auf der Unterseite Richtung dann in dem Fall hier 15,6, kurz drunter. Vielleicht testen wir die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier, Bereich 15,4 roundabout oder beziehungsweise ein Stück weit höher, vielleicht eher 15,5. Wir sehen dann so einen Flashout-Moment, aber sehen dann eben diesen Bounce gegen diesen Bereich und Schluss darüber. Das könnte dann eben das Signal sein, dass wir eben den Boden ausgebildet haben. Und so kristallisiert sich dieses Bild jetzt auch hier heraus. Also wir sehen zur Eröffnung 15:30 Uhr oder kurz danach eine kurze Attacke auf die Übernacht-Hochs, Entschuldigung, nicht Hochs-Tiefs, die sich hier herauskristallisiert haben am Donnerstagmorgen gestern. Wir sehen dann einen kurzen Flash drunter und dann Quick Rebuild sofort. Also das heißt, es kommt gar nicht zu diesem Sellout, zu diesem kurzfristigen, also diesem richtig starken Rutsch auf der Unterseite, sondern wir pieksen nun mal kurz unter diese Tiefs und ziehen dann relativ zügig wieder an, was ein Zeichen ist, dass da potenziell dieser in Anführungsstrichen Sturm im Wasserglas war, den ich dort gestern im Morning Meeting hier skizziert hatte. Das ist der Nasdaq, also die Referenz ist da der Future. Wir können uns auch hier die Qs anschauen und den ETF auf hier den Tech-Bereich, den wir dort zu sehen bekommen. Da sehen wir das ebenfalls. Und da hast du dann wieder das vorbörsliche Tief, welches dort eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also wir haben das hier ausgebildet oder die Region um die Tiefs, so möchte ich es mal sagen. Diese spikige Candle hier, die wir dort zu sehen bekommen mit den Ausschlägen auf der Ober- und Unterseite, das ist 14 Uhr. Erinnert euch dran, das ist immer so diese Linie im Sand, wo ich sage vorbörslicher Handel. Ab 14:30 Uhr wird es für mich interessant. Das ist, wenn die Vorbörse anfängt, was nicht ganz stimmt, die Aussage. Als sollte die hinkt so ein bisschen, weil wir sehen hier im Zusammenhang mit meinem Chart zum Beispiel das Hervorheben, dieser orangefarbene Bereich, das ist eben der vorbörsliche Handel und der findet jetzt bereits statt. Also das heißt, ab 10 Uhr des jeweiligen Handelstages ist man bereits in der Lage, Orders in den Markt zu geben.
und auch auf diese schon entsprechende Fills zu bekommen, im physischen Bereich. Also das bezieht sich nicht auf den CFD-Bereich. Ich gucke mir den allerdings, auch wenn ich die Trades dann via des CFDs umsetze, dennoch an, was dort in der Vorbörse passiert, weil wir daraus Rückschlüsse ziehen können, welche Level vom institutionellen Handel hier beachtet werden während der Kasse, also das heißt des offiziellen Handels zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, ganz besonders übrigens in der Eröffnungsphase, beziehungsweise welche Level hier beachtet worden sind schon bereits in der Vorbörse. Und im Falle der Qs ist es eben so, dass wir hier im Bereich um 382 Punkte ein Tief ausgebildet haben, leichtes Überstechen hier, wie gesagt, in dieser illiquiden Phase, wo der institutionelle Handel reinkommt, dann nimmt sie Geldseiten runter, Briefseiten hoch, das ist so wie ja, so eine Marktfindungsphase, so nenne ich die jetzt mal, die um 14 Uhr dann eben verstärkt stattfindet. Und dann sehen wir eben genau diesen Flashout-Moment unter diese Tiefs, der aber recht zügig zurückgekauft wird. Also das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart. Wenn wir auf die Minute runtergehen, dann sieht man, dass das ein paar Minuten gedauert hat. Aber das Signal, was dort gesendet wurde, das war eigentlich relativ deutlich. Also wir sehen diesen Flashout-Moment. Du hast dann hier den Quick Rebuild. An der Stelle ist dann die Frage, gelingt es im Falle des ETFs jetzt hier, den volumengewichteten Durchschnittspreis, also diese blaue Linie hier zurückzuerobern? Das gelingt im ersten Versuch nicht, aber dann wenige Minuten später. Und dann können wir diesen halten. Und erst in den Abend hinein, in der letzten halben Handelsstunde, rollen wir nochmal über, testen nochmal den Bereich um die Eröffnung, können dann aber im Bereich eben um ReWAP eben tatsächlich schließen. Also das heißt etwas anders formuliert, wir haben jetzt hier keine starke Imbalance gesehen, aber ein Großteil des Handelstages nach diesem Flashout-Moment haben wir oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises verweilen können, was meiner Einschätzung nach eher ein Signal ist, dass wir nach unten potenziell fertig sind. Und das ist jetzt auch ganz interessant. Also wir kommen jetzt rein, jetzt sehen wir hier 10 Uhr, das ist natürlich ein illiquider Handel, Aussagekraft ist regelrecht, also fast null. Nichtsdestotrotz, wir sehen eben diesen kurzen Flash, der sich natürlich daran orientiert, was zeigen uns jetzt die europäischen Indizes, auf die wir gleich einen Blick werfen, allen voran den DAX, diesen kurzen Push unter die 16.000 heute früh. Und dann sehen wir, dass wir sofort zurückgekauft werden in Richtung des Schlusskurses von gestern. Also natürlich wäre ein Gap-Up an der Stelle und halten dieses Gaps und dergleichen um ein Vielfaches nochmal stärker. Aber ich finde das erstmal ein positives Signal. Also jetzt natürlich sind wir hier abhängig, was uns die europäischen Indizes präsentieren, aber das ist alles in allem meiner Einschätzung nach eher und immer weiter eigentlich ein Zeichen, dass wir zunächst einmal fertig sind oder sein dürften auf der Unterseite. Und deswegen bin ich alles in allem auch relativ positiv und besonders, wenn es dann gelingt, hier die 15.900er Region, dann sind wir wieder im Nasdaq an der Stelle, zurückzuerobern, dass wir dann tiefer in diese Range zurückbouncen, dass wir auch eine realistische Chance haben, dass wir dann Richtung 16.000 uns aus der Handelswoche verabschieden. Dann ist noch nichts gewonnen, wir sind dann handeln im übertragenen Sinne mitten in dieser Range, also das heißt eigentlich im Niemandsland, aber ein Break tiefer, eine Attacke auf und Fall aus dem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite oder beziehungsweise ein Bruch dieser bis dato sich schon herauskristallisierten Range über den Monat Dezember beziehungsweise schon zuvor Ende November, konnte dann zunächst einmal abgewiesen werden. Und das ist alles in allem eigentlich ein solides Signal. Deswegen hier die Short-Seite mehr und mehr eher unattraktiv wird. Wir sind noch nicht über dem Berg. Wie gesagt, so weit würde ich erst gehen. Sobald wir über 15.9 laufen und uns halten können, vielleicht sogar 16.000, sind ein bisschen konservativeren Trader an der Stelle, die sagen, das wäre ein Signal. Aber ein erstes positives Signal ist durch diesen Flashout-Moment und dann den sofortigen Bounce-Back und Halten oberhalb von ReWAP in den Qs gestern signalisiert worden. Persönlich so würde ich die Situation einschätzen. Und also das bedeutet etwas anders formuliert. Jetzt hängt vieles davon ab, wie sich die europäischen Indizes präsentieren. DAX kämpft mit seiner Inflection um 16.000 Punkte. Inflection. Also das ist meine Linie im Sand, wo ich sage, alles was oberhalb ist, erstmal ganz grob als Orientierung, bin ich eher long. Sobald wir uns unterhalb präsentieren, unterhalb halten, würde ich eher die Short-Seite favorisieren. Also in der Konstellation 16.000, diese blau gestrichelte Linie hier, das ist für mich die Linie im Sand. Wir sehen einen kurzen Moment bärische Action auf der Unterseite, der sich auch schon bereits eigentlich vom Kassa Open weg gezeigt hatte, dann mit Bruch der Open Range auf der Unterseite. Ich hatte infolgedessen eher ein Short-Szenario skizziert. Das ergibt sich einfach aus der Gegebenheit, dass wir unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben hier entsprechend traden. Nichtsdestotrotz sehen wir jetzt, nachdem wir
uns in Richtung der 15.9 bewegen und das übergeordnet anzuvisierende Ziel erstmal nicht in einem Flush oder beziehungsweise jetzt durch eine sich etablierende Trendstruktur bereits am Beginn zu erreichen, sondern stattdessen eben zurück in Richtung des EMAs bouncen und jetzt um diesen herum und stabilisieren und mit erneut der 16.000 kämpfen. Dass wir jetzt hier so ein klassisches Moment haben, eigentlich, wo man grob sagen könnte, hier ist jetzt so ein Kampf Bullen gegen Bären und am Ende wird sich eben herausstellen, wer von beiden Seiten gewinnt. Sollten die Bären sich zunächst durchsetzen, ist nochmal ein Retest hier der 15.9 und dann auch ein Push auf der Unterseite Richtung 15.8 denkbar. Sollten es die Bullen schaffen, und ich muss sagen, eine leichte Tendenz, ich sag mal Wahrscheinlichkeit 55, 60% bin ich eher bei den Bullen, begeben aus dem übergeordneten Bild, eben was uns der Nasdaq hier präsentiert, beziehungsweise der US-Markt. Sollte es gelingen, hingegen den EMA zurückzuerobern und uns sich dann auch oberhalb von 16 und oberhalb des Kassa-Opens von heute hier, dieser Türkis vom Liden zu stabilisieren, also Bereich 16,20 ungefähr, ich glaube, dann haben wir eine realistische Chance, dass es nochmal zu einem deutlichen Lauf in Richtung 16,1, vielleicht sogar deutlich im Schluss oberhalb eben reicht. Das hängt vieles davon ab, natürlich, wie die US-Märkte sich präsentieren, wie der Tech-Bereich sich präsentiert, wie an der Stelle eben der Nasdaq sich präsentiert. Wenn der es schafft, die 16 zurückzuerobern, glaube ich, dann hat auch der DAX hier eine realistische Chance, deutlich oberhalb von 16.000 Punkten eben die Handelswoche zu beschließen. Ja, potenzieller Impulsgeber, also lange Rede, kurzer Sinn, aus trading-technischer Perspektive, ich würde jetzt hier mich sehr vorsichtig erstmal präsentieren. Ich würde abwarten wollen, ich würde erstmal ein Signal abwarten wollen, dass wir nach unten fertig sind, dadurch, dass wir den EMA zurückerobern, Kasse zurückerobern, 16 halten können. Und das wäre für mich dann so langsam der Grund, hier für die Long-Seite mich entsprechend begeistern zu können. Impulsgeber heute Nachmittag, potenziell natürlich 14:30 Uhr, und dann kommen wir so ein bisschen zum globalen makroökonomischen Bild. Na, Moment, nee, das ist Quatsch. Ein Moment, habe ich noch. Oh, okay. Ich bin hier größtenteils bei der Fed erstmal hängen geblieben. Ich wollte noch einen zweiten natürlich aufmachen, und zwar zu den Non-Farm Payrolls. So, Indicators, Countries. So, Arbeitsmarkt, Non-Farm Payrolls. Den mache ich einmal hier parallel auf. Ich mache noch den anderen auf als Orientierung. Den hatten wir gestern schon abgedeckt, aber nichtsdestotrotz, da werfen wir natürlich heute auch einen Blick drauf. ADP-Zahlen. Immer eine positive Korrelation in der Vergangenheit gewesen. Wenn wir jetzt mal uns das hier einmal anschauen, überlagern die beiden Charts. United States und N für Non-Farm Payrolls. Da. Ist natürlich hier ein bisschen blöd durch die damalige Corona-Problematik in Anführungsstrichen. Da gab es natürlich ist jetzt ein massiver Verriss hier zu sehen. Aber in Summe, man kann erkennen, dass wir hier eine positive Korrelation haben. Also sprich anders formuliert, wenn die ADP-Zahlen, die immer am Mittwoch vor den NFPs veröffentlicht werden, positiv sind, dann sollte das auch sich positiv auf die Non-Farm Payrolls auswirken und umgekehrt. Und jetzt hatten wir am Moment, ich mache den jetzt nochmal neu auf. So, jetzt hatten wir am Mittwoch einen Print, 400.000 neu geschaffene Stellen hier im privaten Sektor wurden erwartet, veröffentlicht wurden 807.000, also ein deutlicher Print oberhalb der Erwartung, der dann auch eventuell schon initial dazu beitrug, dass wir einen Pickup in den Zinsen zu sehen bekommen haben. Also diese Aufwärtstendenz in 10-jährigen US-Zinsen, die hatte sich schon bereits in den letzten Tagen herauskristallisiert gehabt. Stichwort Inflationsdruck, der sich kontinuierlich aufbaut, beziehungsweise post auch natürlich der Verankündigung des auf doppelter Geschwindigkeit laufenden Tapers, den man nochmal auf der Oberseite angepasst hatte, auf der letzten Fed-Sitzung im Dezember. Und allerdings der in Anführungsstrichen Schlag mit dem Hammer, der kam dann erst durch das Sitzungsprotokoll und diese dort innerhalb dieses Sitzungsprotokolls gewählten Rhetorik. Nichtsdestotrotz ist das hier für heute dahingehend brisant, weil eben der Arbeitsmarkt auch innerhalb des Sitzungsprotokolls ganz explizit herausgestellt wurde seitens der Fed. Und dann hieß es eben, naja, man könnte durchaus einen restriktiven geldpolitischen Kurs sich vorstellen, sollten sich die Entwicklungen beispielsweise am Arbeitsmarkt weiter positiv darstellen. Da sollte sich hier eine substanzielle Erholung herauskristallisieren. Und das ist natürlich jetzt etwas, da sind wir in diesem Umfeld. Ich sagte das schon am,
Habe ich das gestern gesagt oder war es am Mittwoch? Ich weiß es gar nicht. Wo ich sagte, jetzt sind wir wieder eventuell in so einem Umfeld, wo plötzlich gute Nachrichten schlecht für Aktien und schlechte Nachrichten gut für Aktien sind. Nämlich dahingehend, dass man sagen könnte, naja, jeder Print, der diese Erwartungshaltung jetzt hier, die deutlich auf der Oberseite sich darstellt, nach den ADP-Zahlen in den Non-Farm Payrolls, die heute auch mit 400.000 neu geschaffenen Stellen extra erwartet werden, nicht bestätigt, ist eigentlich eher ein Signal, dass die Fed an ihrem geldpolitischen Kurs aus zinstechnischer Sicht oder beziehungsweise im Hinblick auch auf die Reduktion ihrer Bilanz, nicht sich so aggressiv präsentiert, wie das vielleicht im ersten Moment anmutete, als wir eben auf diese Zahlen oder beziehungsweise dieses Sitzungsprotokoll geblickt haben. Das ist durchaus etwas, was hier in Betracht gezogen werden sollte. Sprich also NFPs unter der Erwartung, besonders vielleicht dann im Hinblick auch auf Arbeitslosenquote beziehungsweise auf die durchschnittlichen Stundenlöhne, wenn die unterhalb der Erwartung veröffentlicht werden, wäre das vielleicht ein Grund für so ein leichtes Top-out mindestens in den Wochenschluss mal der US-Zinsen eben beizutragen und würde zu meinem hier gerade bullisch skizzierten Bild für beispielsweise ganz besonders Tech und dann den Nasdaq an der Stelle und Lauf zurück über die 16.000er-Marke eventuell wesentlich beitragen. Unabhängig von den Non-Farm Payrolls an der Stelle, unabhängig davon, wie gesagt, aber auch mal ein Blick darauf, was gestern von James Bullard kommuniziert wurde. Ich gucke mal kurz hier. Das ist zufällig bei mir in die Timeline gelaufen. Also mittlerweile, das äußert sich ja irgendwie jeder Notenbanker und dann CNBC holt dann die Herrschaften immer, wie gesagt, ja, vor die Kamera und dann sitzen die da und dann erzählen sie was. Und unterm Strich ist das eigentlich viel Reden, aber wenig Sagen. So, das hört sich jetzt sehr flapsig an, aber in der Tat ist es so, vieles von dem, was man dort einfach auch in jüngerer Zeit eben so vernimmt, ist nicht wirklich, ja, nicht wirklich Mehrwert liefern, tatsächlich. Jetzt bin ich aber gestern dennoch aufmerksam geworden und das hat auch hier Zero Hedge herausgestellt. Notable, also herausstellend innerhalb dieses Interviews, was da von Seiten CNBC geführt worden ist. Bullard saying, Fed can reduce balance sheet using passive runoff. For example, also zum Beispiel in Form von Maturities of Existing Holdings. Das hört sich jetzt erstmal sehr kryptisch an, ist aber in der Tat etwas, und das stellt hier Zero Hedge auch entsprechend heraus, ist in der Tat etwas, was tatsächlich wesentlich dovischer ist als das, was eben ein Tightening-Prozess eben beinhaltet, wonach eben eine Rückführung der Fed-Bilanz stattfindet, so ähnlich wie, oder die Turbulenzen, die man dann damit verbindet, Verknappen der Liquidität, die dem Markt zugeführt wird. Das ist wesentlich, wesentlich weniger hawkisch eigentlich, wenn man solch eine Herangehensweise hier wählt. Passive Runoff bedeutet an dieser Stelle, also beziehungsweise es zielt darauf ab, das nehme ich schon mal bereits vorweg, wenig Volatilität eben in den Markt zu geben. Also wenig Volatilität, das heißt also wie soll ich sagen? Hier könnt ihr es sehen, das war 2008. Also das heißt, möglichst den Markt Liquidität zu entziehen, aber ohne starke Schwankungen eben auf den Weg zu bringen. Und was man hier macht, ist jetzt, oder was man eigentlich auch schon damals machte, was allerdings dann auch zu einiger Volatilität beigetragen hat, aber nichtsdestotrotz, um diese Formulierung mal zu verstehen, Passive Runoff an dieser Stelle und wo wir uns dann auch die Frage stellen, ob das überhaupt so in dem Umfang möglich ist oder ob das nicht irgendwie nur so eine Rauchbombe ist, so möchte ich es mal formulieren. Was die mit Passive Runoff oder was Bullard an der Stelle mit Passive Runoff meint, ist Folgendes. Man geht ja jetzt erstmal davon aus, wenn man jetzt die Bilanz aufgebläht hat, also Anleihen aufgekauft hat und entsprechend eben sich diese Entwicklung derart darstellt, dass sie jetzt anfangen, diese auf der Bilanz liegenden Anleihen zu verkaufen. Das ist allerdings nicht das, was mit Passive Runoff gemeint ist. Also das wäre sehr aktiv tatsächlich Reduktion der Bilanz, aber das würde massive Volatilität nach sich ziehen. Mit Passive Runoff ist gemeint, dass man einfach abhängig von der jeweiligen Laufzeit eben hier anfängt oder nicht anfängt, nee, das ist falsch, dass man abhängig von der jeweiligen Laufzeit diese einfach auslaufen lässt. Also das heißt, nicht diese sogenannte Maturity verlängert. Also dafür muss man sich das wie folgt vorstellen. Eine Anleihe, die hat ja eine Laufzeit, also das heißt über zum Beispiel 10 Jahre und entsprechend einen Zins von, sagen wir mal, 1%. Und dann habe ich es so, dass ich pro Jahr für diese 10 Jahre Laufzeit 1% zugeschrieben bekommen. So, diese 10 Jahre, die spielen eine ganz wesentliche Rolle, weil im übertragenen Sinne kann man sich natürlich eine Anleihe vorstellen, wie als eine Kreditvergabe. Also das heißt, ich gebe jemandem Geld dafür, dass er dann
Falle einer Staatsanleihe Straßen baut oder was weiß ich. So, auf jeden Fall haben wir dann entsprechend eben eine Laufzeit, über die er dieses Geld zur Verfügung stellt, dafür, dass sich das Geld über diese Laufzeit zur Verfügung kriegt, jährlichen Zins gezahlt und am Ende der Laufzeit kriege ich eben entsprechend meine Darlehenssumme inklusive des Zinses für die letzte Tranche zurückgezahlt. So, jetzt ist es so. Wenn diese Laufzeit also abläuft aktuell, dann kann man sich das so vorstellen, dass das verlängert wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Man sieht dann eben hier an dieser Stelle, dass die Fed hier diese kurzlaufenden Anleihen nochmal dazu kauft und ausgehend hiervon eben künstlich die Laufzeit verlängert. Und Passive Runoff bedeutet jetzt, dass man das nicht mehr tut. Also man kauft diese Anleihen nicht mehr, sondern man lässt die eben auslaufen. Das bedeutet also, dass stückweise dann diese fällig werdenden Anleihen hier an dieser Stelle einfach ja, zurückgezahlt werden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise an der Stelle, dass das einfach dahingehend verbucht wird, dass man einfach sagt, ja, wir verlängern die jetzt nicht mehr. Und dadurch fallen sie eben entsprechend raus und dadurch beginnt sich die Bilanz langsam zu reduzieren. Das kann man tatsächlich dann sich auch dahingehend vorstellen, dass man natürlich die Möglichkeit hat, wiederum die Laufzeit ganz wesentlich zu beeinflussen. Also sprich, etwas anders formuliert zum Beispiel, du kannst sagen, wenn du kurzfristige Anleihen zum Beispiel dann auslaufen lässt, dass du eben an dieser Stelle sagst, okay, kurzlaufende Anleihen laufen aus, die kaufen wir nicht mehr nach, dadurch steigt der kurzfristige Zins an, an dem sich auch beispielsweise sehr, sehr stark positiv korreliert der Leitzins der jeweiligen Notenbank orientiert. Dann sehen wir kurze Spikes in kurzfristigen Zinsen. Aber längerfristig verlängern wir vielleicht diese Laufzeiten, beziehungsweise die sind natürlich noch nicht betroffen, denn diese Liquidität entziehen wir dem Markt ja noch nicht dadurch, dass wir sie nicht verlängern. Und das ist interessant dahingehend, dass du das natürlich auch umdrehen kannst. Wenn du jetzt kurzfristig feststellst, das ist ja das, was wir hier beispielsweise in 10-jährigen Zinsen deutlich erkennen können. Also 10-Jahreszinsen, na gut, das ist natürlich jetzt Quatsch. Nicht 10-jährigen Zinsen, eigentlich müssten wir uns jetzt die 2-jährigen Zinsen ganz besonders anschauen. Aber kurzfristige Zinsen, die sehen massive Spikes gerade auf der Oberseite. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Einen Moment. Ich erinnere mich nämlich dran, gestern an eine Grafik, über die ich gestolpert bin. Das sind unter anderem auch Hersteller, in Anführungsstrichen, Programmierer von. Was ist das? Ja, das kostet ganz gut eigentlich. Also es geht hier weniger um den Text eigentlich. Also es ist der stellt auch Indikatoren her. Also wenn man über Namen schon mal gestolpert ist, der ist sehr quantitativ unterwegs, aber dennoch mit einigen sehr, sehr interessanten makroökonomischen Aspekten. Und um was es mir hauptsächlich geht, ist dieser Fed Funds Targets hier. Das ist der Leitzins seitens der Fed und der überlagert das mit Grün mit den zweijährigen Zinsen. US-Zinsen für Schuldtitel. Und was wir jetzt hier gerade sehen können, ist, dass wir uns hier für 2 Jahres-Schuldtitel eben wieder deutlich nach oben anpassen und wir sehen eine sehr stark positive Korrelation. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben hier im übertragenen Sinne ein Steuerelement der Geldpolitik über die 2-jährigen Zinsen zur Verfügung. Und wir sehen jetzt hier schon bereits diesen entsprechenden Spike, der kurzfristige Zinsen ziehen an, restriktiver geldpolitischer Kurs der Fed zeichnet sich ab. Wir sehen, dass der Markt darauf sehr sensibel reagiert. Was haben wir also für eine Möglichkeit? Nun ja, oder nicht wir, sondern die Fed an der Stelle, wenn sie solch ein sogenanntes Passive Runoff fährt, und da schließt sich jetzt der Kreis, dann könnte sie auch sagen, naja, wir lassen jetzt einfach die längerfristigen Zinsen auslaufen. Wir kaufen uns im übertragenen Sinne, die kurzfristigen werden verlängert durch die entsprechende Volatilität, die wir im Markt sehen. Dadurch werden sie weiter ihre Bilanz reduzieren, so wie angekündigt, aber sie stellen, naja, jedenfalls im ersten Moment nicht ihre Glaubwürdigkeit stellen sie aufs Spiel oder suggerieren in irgendeiner Form die Kontrolle verloren zu haben, sondern sagen einfach, es ist laufzeitenabhängig. Und wenn wir jetzt einfach sagen, na gut, die 30-jährigen Zinsen, die sind uns erstmal nett formuliert so ein bisschen egal. Also sagen wir einfach, okay, da kann die Volatilität ein bisschen größer sein. Was uns kurzfristig interessiert, ist das, was den Markt beeinflusst. Und wir versuchen auf dem Weg eben die Volatilität eben aus den Finanzmärkten zu bekommen, beziehungsweise aus den Aktienmärkten zu bekommen. Das gesagt, impliziert aber, dass es sich um einen wesentlich dovischeren Ansatz eben tatsächlich handelt, als jenen, der im ersten Moment auf diesen Sellout in Aktien sich herauskristallisiert hat. Weil, nochmal, du hast ja jetzt hier über diese Möglichkeit, Passive Runoff dann zu sagen, wie gesagt, kurzfristige Liquidität stellen wir weiter zur Verfügung und du transferierst im übertragenen Sinne das Problem eines Balance Sheet Runoffs, transferierst du in die Zukunft. Aber auch da, erstmal müssen wir mal schauen, wie sich dann die wirtschaftliche Situation entwickelt, wie entwickelt sich auch der Bias.
anders in der Gesellschaft beispielsweise, Konsumneigung und so weiter. Ganz zu schweigen mal von der Überlegung, dass man dann auch wiederum die Möglichkeit natürlich hat, längerfristig entsprechende Konzepte vorzulegen, um hier eine in Anführungsstrichen Manipulation auf den Weg zu bringen, die dich immer wieder drumherum bringt, im übertragenen Sinne, hier eine zu aggressive Reduktion deiner Bilanz eben voranzutreiben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was den Markt kurzzeitig unter Druck gebracht hat und was wir sich hier widerspiegeln sehen, eben beispielsweise besonders im Tech-Bereich, mit diesem scharfen Sellout, den wir dort infolge dieses hawkischen FED-Sitzungsprotokolls am Mittwochabend zu sehen bekommen haben, das ist eventuell gar nicht so hawkisch, wie das jetzt im ersten Moment interpretiert worden ist, wenn man sich diese Komponente Passive Runoff eben tatsächlich anschaut, die Herr Bullard da gestern eben in seinem Interview ins Spiel gebracht hat. Das ist natürlich global makroökonomisch sicherlich interessant und dergleichen. Rein technisch hängt, wie gesagt, weiter sehr vieles davon ab, ob wir die untere Range-Begrenzung hier halten können, die Abwärtstrendkanalbegrenzung halten können und dergleichen. Aber grundsätzlich trägt dieses übergeordnete Bild dazu bei, wenn sich dann beginnt, der Staub so ein bisschen zu legen, dass man eher eben ein bullisches Bild skizzieren sollte, meiner persönlichen Einschätzung nach. So, das also im Hinblick auf die aktuelle Situation. Wir machen, bevor wir dann zu den Einzeltiteln kommen, bei denen ich noch eine ganze Menge zu erzählen habe, tatsächlich ganz zügig hier einmal Gold fertig, in Anführungsstrichen. Das Bild hat sich unwesentlich verändert. Schlüsselbereich ist jetzt die 1800er Marke. Gold ist weiterhin relativ schwach, begünstigt natürlich durch die anziehenden Zinsen und die negative Korrelation hier zur Realverzinsung. Desto tiefer diese fällt, desto höher sollte Gold steigen. Aktuell sind durch die Spikes in den Zinsen und die stabil bleibende Inflationserwartung seitens des Marktes, sehen wir eher eine weniger negative Realverzinsung, die dann dazu beiträgt, dass Gold unter Druck bleibt. Das ist dann, ich würde sagen, der Hauptgrund für diese Underperformance, jetzt jedenfalls jüngst in den letzten Tagen. Inflection so ein bisschen wahrscheinlich 1800. Auf der Oberseite, wichtiger Widerstandsbereich, bleibt die 830, 835er Region. Die ist allerdings erstmal nur sekundär für uns interessiert, oder uns interessiert jetzt erstmal, ob die Non-Farm Payrolls in der Lage sind, die 1800 eben zurückzuerobern lassen oder beziehungsweise dafür sorgen. Wäre dann der Fall, wenn es anders als das, was die ADP-Zahlen hier am Mittwoch suggeriert haben, in den NFPs ebenfalls sich eine Enttäuschung herauskristallisiert. Vielleicht mal ganz kurz einen Blick darauf. Also auch im letzten Monat zum Beispiel, Anfang im Dezember, hatten wir einen Konsens, der leicht übertroffen werden konnte, aber deutlich eine 500.000 Stellen, die hier eben geschaffen worden sind im privaten Sektor. Die Non-Farm Payrolls hatten folglich natürlich einen Konsens in der gleichen Region, haben dann aber deutlich enttäuscht, also deutlich diese Erwartungshaltung unterschritten. Vor dem Hintergrund dieses stark angezogenen Zinses und bei einem gleichen Print, den wir jetzt zu sehen bekommen, 400.000, wenn da jetzt ein Print veröffentlicht wird, auch wieder in der Region 200.000 neu geschaffene Stellen, also deutlich untertroffen, dann könnte das dieser dovische Trigger sein, der Gold zunächst einmal zurück über die 1800er Marke hier befördert. Wie gesagt, blieb erstmal abzuwarten, müssen wir mal schauen. Aber in Summe ist es erst einmal so, das ist so die Linie im Sand. Ein Wochenschluss oberhalb von 1800 wäre für die Goldbullen sicherlich erstmal so ein bisschen beruhigend. Ja? Alles, was drunter stattfindet und besonders, wenn wir hier unter 1780 droppen, Verzeihung, wäre nochmal potenziell wegbereitend in Richtung hier diese orangefarben gestrichelten Linie Richtung der 1750er Region. So, ja, dann blicken wir mal auf zunächst Tesla und dann auf GME bzw. auf AMC. Ich habe auch schon zwei Gameplans tatsächlich formuliert. Ich muss da gar nicht sagen an der Stelle, ich bin mir nicht so sicher, auch wenn GME der Trigger war. Aber ich glaube, tradingtechnisch ist AMC dann im Meme-Stock-Bereich wesentlich attraktiv, tradebarer oder ja, interessanter. Aber wir wollen zunächst einmal einen Blick werfen auf Tesla. Einfach auch deswegen, weil zum einen ist die Aktie natürlich derzeit super heiß durch die Deliveries hier, die am letzten Sonntag veröffentlicht worden sind, beziehungsweise nach diesem jüngsten sehr, sehr scharfen korrektiven Modus, der am fundamentalen starken Wachstumsausblick der Firma nichts geändert hat, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet, als dass wir CAV-technisch eben hier in diesem Bereich jetzt eine sehr, sehr attraktive Region vielleicht für die Long-Seite haben, in die Earnings hinein. Das kann also durchaus ein Swing-Trade sein. Vielleicht auch ein Trade, den man dann längerfristig noch plant zu handeln, mit Ziel neuer Allzeithochs und vielleicht einem Run bis in gefilde 1500 US-Dollar in den nächsten Monaten. Grundsätzlich ist es so, wir haben gestern hier so eine leichte Übertreibung gesehen, die uns bis 1020 ungefähr geführt hat, aber wir haben dann eine sehr scharfe Reaktion gegen diesen Bereich gesehen. Und was ich dann interessant fand hier bei dieser Rückeroberung, wir pendelten dann unterhalb der Eröffnung zwar, also die Eröffnung lag gegen 1500,
75, glaube ich, aber nur knapp unterhalb. Also wir haben relativ deutlich gezeigt, dass hier starkes Interesse in den Markt kam. Ich will das mal ganz kurz auch zeigen. Wir haben es gerade in den Queues gehabt. Und ich will mal ganz kurz auch das mal ganz hier zeigen, wie sich gestern da der Handel dargestellt hat. Sehr ähnlich also zum Nasdaq. Die Korrelation ist nicht 100% positiv, aber es gab so diesen Flash-Out-Moment hier auf der Unterseite. Also dieses Gap, was überschossen wurde. Und dann haben wir eben innerhalb relativ kurzer Zeit eigentlich, also um 16:15 Uhr, das war so in der ersten Handelsstunde, ersten Dreiviertelhandelsstunde, haben wir nach dem Markieren hier der Tagestiefs einen Bounce gesehen, der uns zurück in Richtung und über den Weebop geführt hat, den wir dann auch hier haben verteidigen können. Sogar bis in den Tagesschluss hinein. Auch hier ist bis jetzt erstmal nichts gewonnen. Die Linie im Sand dürften wahrscheinlich die gestrigen Tageshochs um so 1090 roundabout sein. Aber nichtsdestotrotz, was hier sich herauskristallisiert, anders als bei den Qs, ist, dass wir da zum Beispiel oberhalb des Weebops auch geschlossen haben. Also das heißt, durchschnittlich mehr als vom Markt über den Tag bezahlt worden ist. Dann hier, habe ich das richtig gesagt? Dass hier mehr bezahlt wurde, auch in den Tagesschluss hinein, als durchschnittlich für den Tag bezahlt wurde. So. Was alles in allem ein passables Signal ist, zumindest mal. Linie im Sand nochmal, ist die 1090. Da kommen wir hier wieder in den übergeordneten Chart. Mal gucken, ob wir das hier schön herauskristallisiert sehen. Mal gucken. Ja, 1080, 1090 vielleicht. Also, hier sieht man es auf jeden Fall noch. Das ist so diese Region 1080. Daraus resultierend auch, dass wir hier diverse Auflagepunkte eben hatten, beziehungsweise dass auch die Region war um den Jahresschluss des letzten Jahres. Das war noch vor die Delivery Numbers. Also wir wissen, dass diese sehr, sehr stark sind und dass die potenziell auch einen sehr starken Earnings Release nach sich ziehen dürften. Also Gewinn pro Aktie und diverse andere Faktoren. Ich will das mal vielleicht auch hier ganz kurz zeigen. Einen Moment. Den Link, den lasse ich vielleicht, den stelle ich unter das Video mit dieser Korrelation. Nur mal ganz kurz hier auf Gary Black gucken, der da immer fundamental. Oh, Moment. Black. Da fehlt ein A. So, der da immer entsprechend, also Tesla besonders fundamental eben einordnet. Und er hat in diesem Zusammenhang hier jetzt aus diversen Gründen, im Hinblick, wie gesagt, auf die Earnings jetzt, die anstehen, den Ausblick für die Gigafactory, ganz besonders seine Full-Year Guidance hier in diesem Zusammenhang, welche natürlich ganz wesentlich dann davon abhängig ist, wie viele Fahrzeuge ausgeliefert werden, was wiederum die Erwartung der Street, also der Wall Street, der Analysten übertreffen dürfte. Durch eben den Launch in Berlin hier mit der Gigafactory, in Austin mit der Gigafactory. Und in Summe kommt er eben dann, ausgehend von seinen Kalkulationen, auf ein Kursziel, Price Target, PT steht für Price Target von 1600 US-Dollar, die Aktie. Hat er ein bisschen nach oben angepasst, nach den sehr, sehr starken Deliveries. Und wie gesagt, das, was wir jetzt hier gesehen haben, dieser Gap Close, der war ja nicht getragen durch den Umstand, dass hier irgendwie sich das fundamentale Bild eingetrübt hat, sondern stattdessen eben durch diese Entwicklung am Zinsmarkt, diesen kurzen Flashout im Tech-Bereich. Und wenn wir da ein bullisches Bild skizzieren, ist logischerweise der Blick für Tesla erst recht positiv. Also das heißt, CFV-technisch scheint mir das durchaus interessant zu sein, auch im Hinblick auf die Earnings. Bedeutet etwas anders formuliert, wenn es gelingt jetzt, dass wir die 1090 zurückerobern und halten können, dann ist das ein potenzielles Zeichen meiner Einschätzung nach, dass der Boden hier drin ist und dass wir dann hier im Zusammenhang eben mit Tesla realistisch in die Earnings hinein vielleicht erwarten dürfen, dass wir uns nochmal in Richtung dieser, ja, bis dato jedenfalls Jahreshochs hier bewegen. Also das sind die Hochs, die am Montag markiert worden sind, als das Gap gehalten wurde. Auf diese Earnings und wo dann kontinuierlich Nachfrage reinkam, dass wir realistisch nochmal eine Chance haben, bis 1200 Dollar zu laufen, eventuell sogar durch die Earnings ein Gap oberhalb zu sehen bekommen. Also, ich will nicht zu optimistisch sein. Das Problem, in Anführungsstrichen, Problem ist, ich bin befangen, weil ich eben diesen Dip hier gegen diese Trendlinie gekauft habe in Tesla und deswegen bin ich long und will natürlich solch ein positives Bild sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ausgehend von der derzeitigen Price Action und ausgehend von den neutralen Fakten, so möchte ich sie mal bezeichnen, ist durchaus ein sehr, sehr günstiges Bild zu skizzieren.
Und das gilt mindestens so lange, wie wir oberhalb von $900 laufen. Also das Einzige, was ich erwarten würde, solch eine Attacke nochmal zu sehen zu bekommen, das wäre getragen durch beispielsweise eine weitere Eintrübung des übergeordneten Bildes. Also massive Spikes in Zinsen, wie auch immer geartet. Das wäre aber weniger fundamental durch einen trüben Ausblick von Tesla getragen. Also das heißt, Tesla sollte in solch einem übergeordneten Marktumfeld, welches sich deutlich eintrübt, zwar auch bärisch performen, Umstand High Beta Stock und dergleichen, also Wachstumstitel, aber nichtsdestotrotz eher solide bis stark performen. Also wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir jetzt fürs Jahr eigentlich bei plus minus null handeln, während wir den übergeordneten Markt tief im roten Territorium sehen. Ja, gut, erste Handelswoche, wir wollen jetzt nichts überbewerten, aber nichtsdestotrotz, dann ist das aber dennoch eine Möglichkeit, eine Idee zu bekommen, wo ich oder was ich damit meine, wenn ich von relativer Stärke eben von bestimmten Einzeltiteln in diesem Umfeld spreche. Und wie gesagt, Tesla ist in dem Kontext einfach weiterhin ein unglaublich vielversprechender Titel tatsächlich. Ich habe gestern auch noch eine andere Einschätzung hier von dem Gary Black gesehen. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Teilweise schon sehr theoretisch, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber der hat hier zum Beispiel mal herausgestellt, dass Tesla aktuell im Bereich des 24, 54, Verzeihung, 54-fachen seines 2003er, 23er Gewinn pro Aktie handelt. Und an der Stelle weiteres Wachstumspotenzial ausgehend von diesen Faktoren hier oben gegeben sein dürfte für die kommenden Jahre bis ins Jahr, ich gucke mal ganz kurz, Multiple Years. Bis ins Jahr 2025 würde ich mal jetzt davon ausgehen, dass das eine Wachstumsrate weiterhin hat von 50% ungefähr, das Unternehmen. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, dann haben wir hier ein Price-Earnings-Growth vom Faktor 1. Also das bedeutet etwas anders. Es gibt keinen, und Mega-Cap-Name bedeutet an der Stelle ein Unternehmen, welches eine Marktkapitalisierung größer 200 Milliarden hat. Es gibt kein Unternehmen, mit Ausnahme vielleicht von Facebook, sollte dieser Metaverse-Gedanke scharf anlaufen. Das könnte auch nochmal ein Kandidat übrigens für ein längerfristiges Portfolio sein. Also Facebook, das Geschäftsmodell, Social Media und dergleichen. Ich will nicht sagen, das ist tot, aber es ist zumindest mal doch vielleicht auch durch die jüngsten Entwicklungen, Stichwort Zensur und dergleichen, gerät ins Wanken. Also es wenden sich mehr und mehr ab davon. Also Twitter ist dann der Haupttreiber, aber Facebook hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit schon sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. Jetzt dieser Switch in Richtung Metaverse, beziehungsweise umfirmieren, umbenennen in Meta. Also wenn man das jetzt hier sich aus der Perspektive betrachtet, dann erklärt diese Betrachtung hier beispielsweise, dass wir oder warum ich für Tesla derart positiv bin. Also dieser Megacap-Gedanke mit diesem Wachstumsausblick im Electric-Vehicle-Bereich, der ja aktuell, hier sehen wir Global EV-Adoption, also die globale Electric-Vehicle-Adoption, hier liegt bei aktuell 6,2% im Jahr 2021 und soll bis 2025 bis 25 bis 30% wachsen. Tesla ist nochmal der Marktführer in diesem Bereich. Stichwort Batterieinnovation, Stichwort Produktionsstätteninnovation, Produktionsstättenkapazität, Innovationsgrad und auch Softwareinnovation. Unglaublich stark aufgestellt, viele junge, sehr kluge Köpfe, wenn sie denn dann sich in irgendeiner Form nach einem Arbeitgeber richtungsweisend, zukunftsvisionär eben orientieren. Aktuell zieht Tesla da diesejenigen, welchen klugen Köpfe, diese Top-Ingenieure einfach an, wie in Anführungsstrichen das Licht die Motten. Das gleiche gilt im Hinblick eben auch diesen, ich nenne es mal Firmenkomplex, also nicht nur Tesla, sondern eben auch beispielsweise SpaceX. Und das ist alles in allem ein Vorteil einfach ergebend, der vor diesem Hinblick oder im Hinblick auf diese massiven Wachstumsaussichten sehr, sehr vielversprechend einfach schlichtweg ist. Also das heißt, um das jetzt nachvollziehen zu können, wieso ich trotz dieses absurd hohen Bewertungsniveaus, möchte man fast sagen, den Tesla eben, das Tesla hier schon sieht, trotz dieses massiven Runs, der seit Jahren ja schon stattfindet, der sich nochmal massiv beschleunigt hat hier in 2020 post der Corona-Pandemie. Also wenn wir mal gucken, von wo wir hier kommen, ja, das ist eine Vervielfachung des Aktienkurses. Wir handeln im mal 10 Bereich, ja, also 1000%, die wir im Grunde genommen seit Oktober, beziehungsweise auch zurückgehend bis 2018 eben hier gesehen haben. Und dass ich trotzdem noch diesen starken Wachstumsausblick habe, das hat eben damit zu tun, dass diese Entwicklung hier eventuell eine Antizipation dessen ist, was da eben tatsächlich noch kommen kann. Und das einfach nochmal so als Ergänzung dazu, wo dann dieser positive Ausblick eben ist. Und nochmal, dieser Gap Close jetzt, CRV-technisch scheint mir das mit Ausblick erstmal ganz kurzfristig wiederum, also wir reden hier eigentlich von der Entwicklung über mehrere Jahre, erstmal für den kurzfristigen Bereich, eventuell CRV-technisch interessant, um in sehr, sehr starke Earnings und eine sehr, sehr starke Guidance eben
hinein zu spekulieren, so möchte ich das mal nennen, möchte man da einen Swing Trade oder dergleichen aufbauen. Stichwort Earnings, ich hatte gestern gesucht, Bilanzstichtag, Ergebnisbekanntgabe, offizielle Seite der Nasdaq, das ist die deutsche Übersetzung der Webseite, Januar 26. Also das heißt, vorgestern, Mittwoch nachbörslich, werden hier die Zahlen dann tatsächlich vorgelegt. Also das heißt hier die Zahl oder der Earnings Date, der steht jetzt eben tatsächlich auch fest. So, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise jetzt mal zum eigentlichen Hauptthema wahrscheinlich des heutigen Tages für uns als Intraday-Daytrader. GME macht jetzt in Krypto, beziehungsweise in NFTs, nachbörslich 28% zugelegt. Und infolgedessen meist thematisiertes Ticker-Symbol bei Swaggy Stocks hier, Wall Street Bets. Platz 2 geht dann an Tesla, Platz 3 an AMC. Trading-technisch wahrscheinlich der attraktivere Kandidat. Ich werde gleich zeigen, warum ich das sage. Wir können mal kurz gucken, das vorbörslich gehandelte Volumen, welches hier umgeht. Da können wir schon sehen, GME ist der unter den Top-Leadern hier meistgehandelte Titel bis dato. Und wir haben erst 11 Uhr. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, da sind bis jetzt schon 60.000 Stücke umgegangen. Die Aktie wird zwangsläufig heiß sein, wird definitiv heiß sein. Denn nach dem, ich nenne ihn jetzt mal, Meme-Hype, den wir in 2021 über das gesamte Jahr gesehen haben, hat, oder besonders im Zusammenhang mit GME zu Beginn des letzten Jahres, da hat nochmal ein bisschen Pickup gesehen, dann im Mai, Juni ungefähr, aber haben wir dann doch deutlich das Volumen droppen sehen. Also wir haben zwischenzeitlich mal Zeiten gehabt, da sind über 100 Millionen Stücke am Tag umgegangen. Das ist deswegen brisant, weil der Shares-Float in der Aktie nur bei 63,33 Millionen liegt. Also das heißt, eine Aktie ist mehrfach tatsächlich, hat den Händler gewechselt. Das hat alleine schon gezeigt, warum das eben ein sehr, sehr heißer Titel ist. Und wir sind jetzt eben bei 2,44 Millionen über den letzten Monat. Also ein sehr dünnes Volumen einfach, was wir jetzt hier haben. Sehr stark ausgedünntes Volumen. Und genau das kann sich jetzt natürlich dramatisch wieder wandeln durch eben diese News hier, dass man jetzt in diesem aktuell ebenfalls sehr heißen Bereich Krypto bzw. NFTs, derzeitigen Sell-Off natürlich ebenfalls vielleicht, auch mit Bounce-Potenzial ganz interessant, eben plant sich zu positionieren. Das hat schon allerdings gerüchtetechnisch schon eine ganze Weile über das Jahr 2021 gegeben, dass das eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells eventuell sogar und das die Firma dadurch attraktiver werden lassen könnte. Das ist durchaus etwas, was, wie gesagt, aber kurzfristig auch für uns als Intraday-Trader interessant ist. Das Problem nochmal allerdings im Hinblick auf GME ist, dass die Aktie eben verhältnismäßig, also spready war, vor dem Hintergrund des massiven Volumens, was da jetzt reinkommt, ist es so, dass wir natürlich davon ausgehen sollen, dass das hier grundsätzlich die Handelsbedingungen attraktiv genug sich darstellen. Die Frage der Fragen wird sein, also hier können wir das sehen, auch der massive Anstieg des Volumens in der Nachbörse dann und dieser Spike höher bis auf zeitweise 175, das waren die höchsten Niveaus seit, mal ganz kurz gucken, gehen wir kurz hier auf GME, das waren die höchsten Niveaus seit Dezember, Anfang Dezember. Also wir sehen hier kontinuierlich Abgabedruck, also die Aktie wird derzeit kontinuierlich verkauft, scheint aber jetzt, wie gesagt, erstmal infolge dieser News im Bereich um 130 einen potenziellen Boden gefunden zu haben. Also das ist hier so diese Region. Frage ist natürlich, wie nachhaltig diese Bewegung ist. Größtenteils, glaube ich, ist die Nachhaltigkeit nur schwer zu erwarten, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass solche Bounces hier vielleicht eher genutzt werden, um in das übergeordnet sich ganz klar wieder eher auf der Unterseite orientierende Bild eher genutzt werden, um seitens besonders jener, die hier noch aus bestehenden Long-Positionen abstoßen wollen, eher dazu führt, dass dann eben Verkäufe auf den Weg gebracht werden. Das, was dem entgegenstehen könnte, was man ins Feld führen könnte, wäre natürlich, dass man sagt, naja, aber der Short-Float, vielleicht gibt es einen Short-Squeeze oder dergleichen. Da ist allerdings GME nicht zwangsläufig der attraktivste Kandidat. Der Short-Float, der liegt bei 13,6%. Ich würde für einen Short-Squeeze-Kandidaten eher eigentlich einen Short-Float von größer 20% sehen. Und das ist genau der Grund, weswegen ich glaube, dass AMC wesentlich interessanter ist. AMC hat nämlich einen Short-Float hier von größer 20%. Ist auch wesentlich leichter, handelt also um 20 Dollar, sieht natürlich auch Abgabedruck derzeit. Ein sehr, sehr ähnlicher Kursverlauf, wie wir den beispielsweise auch in GME haben. Aber ist liquider, es gehen mehr Stücke um. Also auch hier sieht man 42 Millionen, es gehen über 448 Millionen Stücke um.
Und dadurch ist einfach die Struktur, die zu erwarten ist, wesentlich attraktiver. Ich glaube, tradingtechnisch bietet sich AMC mehr an als GME. Wenn wir GME mit einer Stabilisierung gegen 155 sehen, um das vielleicht kurz abzuschließen, und wir nicht deutlich unter 150 zurückdroppen, beziehungsweise hier unter den Two-Day-Rewap, der liegt ungefähr um 145, ja, 146 in diesem Bereich. Könnte sein, dass wir nochmal einen Bounce auf der Oberseite sehen, der uns über 160 führt. Also das ist durchaus vielleicht, wenn wir da mit kleinem Risiko reinkommen in den Trade, CRV-technisch noch zu rechtfertigen, wobei dann abzuwarten bliebe, ob wir höhere Hochs in der Lage sind zu markieren. Wenn das nicht gelingt und wir hier ein fallendes Hoch ausbilden, dann ist das besonders für die kommende Woche eventuell ein Kandidat, um hier auf ein Sell the News zu gehen und eher davon auszugehen, dass dieses Gap, was sich jetzt abzeichnet, geschlossen wird und dass wir zurück in die Mid-130s laufen. Also das heißt so im Bereich 135, 137 eventuell uns zurück in diese Gefilde eben bewegen und keine Nachhaltigkeit aufkommt. Aber ich glaube, tradingtechnisch bietet sich hier AMC eher an. Die haben gestern, also das nennt man dann Sympathy Play. Das bedeutet also, da gab es keine News, aber die springt deswegen an, weil GME angesprungen ist. Also eine ähnliche Überlegung wie beispielsweise NIO und Tesla, wobei das nicht ganz so stark positiv korreliert ist, diese zwei Electric Vehicle Anbieter, als eben hier diese Meme Stock Aktien. Und wir sehen eben auch hier einen massiven Sprung auf der Oberseite. Wir sehen, ich glaube, 20% sind das. Guck mal ganz kurz. AMC taucht hier tatsächlich gar nicht auf. Aktuell. AMD. Okay. Machen wir mal ganz kurz was anderes. Ich gucke mal kurz bei Benzinga, ob da was drin steht. Also hier seht ihr schon. Benzinga ist dann so der Hauptanlaufpunkt dann auch für Retail-Trader an der Stelle ganz besonders. Also auch professionelle Trader gucken sich hier die News natürlich an. Und es steht sofort in der Headline. Also ihr könnt ausgehen, alleine von solchen Gegebenheiten davon ausgehen, dass die Aktie heute heiß sein wird. Was wir aber wollen, ist Markets, Pre-Market und hier im Bereich AMC im Blick werfen. Da steht AMC. So, 6,72% aktuell, also handelt um 24 und hat schon 160.000 Stücke umgehend gesehen. Hier GME, da kann man das auch schon erkennen. Also natürlich ist GME ein bisschen schwerer, aber da gehen derzeit eben nur in Anführungsstrichen 60.000 Stücke um. Dass wir hier dieses erhöhte Pre-Market-Volumen eben tatsächlich vorfinden. Es ist dann so ein Signal dafür, dass es das einfach liquider ist und attraktiver einfach zu traden, dass wir unsere Risiken besser kalkulieren können. Und deswegen würde mein Fokus da auch auf GME, auf AMC tatsächlich liegen. Inflection dürfte die 24 sein. Also wir sehen eben hier diesen scharfen Push auf der Oberseite. Wir sehen schon einen leichten Pull-in. Wir haben aber auch irgendwie attraktivere Level, gegen die wir riskieren können. Jetzt zum Beispiel, in dem Fall ist es die 24, ein kurzer Flush zur Eröffnung in Richtung der 23, aber halten dann hier zum Beispiel des Rewaps bzw. der 23 und somit dieser, naja, das ist ein Swing High, das ist nicht so relevant, aber also halten der 23 bei einem Flush auf der Unterseite. Das könnte uns CRV-technisch in eine sehr, sehr attraktive Position bringen, long gegen diesen Bereich, mit Ziel, dass es vielleicht auch nochmal zu einem Bounce kommt, der uns in Richtung der Hochs katapultiert. Erstmal abwarten, ob es ein höheres Hoch gibt, klar. Aber nichtsdestotrotz CRV-technisch sieht man schon hier an der Stelle, sprechen wir einfach mal von 2 Punkten. 2 Dollar, die hier Potenzial sind. Mit kleinem Risiko kommen wir eventuell rein. Also ein CRV von 5 zu 1 und größer lässt sich hier eventuell zügig realisieren. Alternativszenario würde ich jetzt nicht so gerne sehen wollen, weil das das CRV so ein bisschen eintrübt, aber das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie die Erwartungshaltung ist. Dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn wir einen starken Opening Drive sehen, wenn wirklich ein Hype reinkommt und wir laufen über 24,50 hier an der Stelle und können diesen Bereich dann halten und uns auch oberhalb von Rewap stabilisieren, ebenfalls long, dann allerdings mit einem Lauf in Richtung 26, vielleicht sogar einem Push über dieses Niveau. Also dann würde ich zunächst initial auf so einen Opening Drive, bullischen Opening Drive, würde ich mich long positionieren, in Erwartung, dass wir die 26 anlaufen, vielleicht infolge einer Übertreibung, einer einsetzenden Short Squeeze, wie gesagt, Stichwort hier Short Float von 21,56 Millionen. Könnte mir vorstellen, dass wir dann in Richtung eben der 26 uns aufmachen, beziehungsweise sogar 27 anlaufen. Und dann wird es deswegen interessant, weil genau das wiederum eine Möglichkeit bieten könnte, im gesamtbärischen Umfeld, in dem sich hier auch AMC wiederfindet, auf ein sogenanntes Stuff-Play zu gehen. Also das heißt also, du handelst erst aktiv die Long-Seite für diese Squeeze-Bewegung auf der Oberseite und dann würdest du versuchen, im Bereich um 27, vielleicht leichtes Überschießen bis 27,50, hier im Bereich
dieser Abwärtstrendlinie, dich short zu positionieren. Also das hängt natürlich dann davon ab, das ist sehr kurzfristig, da schaut man sich das Tape an, da guckt man eben, ob wir hier in irgendeiner Form beispielsweise bei solch einer Bewegung dann eine Spread-Ausweitung sehen zum Beispiel. Also das heißt, wir sehen dann, dass das keine weitere Dynamik aufkommt, beziehungsweise dass es keinen sogenannten Bid-Step-Up mehr gibt, ja, dass die Geldseiten nachziehen an dieser Stelle und eben weitere bullische Dynamik auf den Weg bringen, sondern dass wir eben da oben reinspritzen in diesen Bereich und dann so ein bisschen austoppen mit sich im ausweitenden Spread, also das heißt, das ist so eine Art, ja, bildlich, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, also das hört sich vielleicht ein bisschen sehr, sehr pathologisch an, für denjenigen, der da nicht unbedingt ein Bild hat, aber ich habe jetzt vor Augen, also geistig so eine Art Ziehharmonika-Effekt, der da mehr oder minder sich dann im Tape darstellt. Und du siehst dann also diesen Spritzer in diesen Bereich hier und hast dann einfach in diesem Bereich aber so einen Rollover. Und das könnte ganz interessant sein, vielleicht dann für einen Shortplay. Also initial long mit Erwartung bei einem Opening Drive über 24,50, 25, long mit Ziel 27, versuchen mit kleinem Risiko in den Trade zu kommen und gegen diesen Bereich dann genauer beobachten, aggressiver mit einem Stop nachgehen, vielleicht dann hier diesen Bereich die Position rausnehmen oder beziehungsweise sogar umdrehen, also das heißt reversen und dann einen Short absetzen mit dem Ziel, dass es nochmal zu einem Lauf in Richtung der 24 kommt. Also das ist auf jeden Fall so aus charttechnischen Konstellationen, aus der liquiditätstechnischen Konstellation und auch aus dem Umstand eben jetzt einer der Swaggy Stocks für heute zu sein, der heißen Titel, eben aus tradingtechnischer Perspektive vielleicht sogar ein wesentlich attraktiverer Kandidat als eben GME. Wobei wir an der Stelle dennoch Danke sagen wollen, weil genau der Trigger für AMC, die eben dieses Szenario da herauskristallisieren lässt und die Aktie heiß werden lässt, ist eben GME. Durch diese, nochmal abschließend hier, durch die News eben, dass wir jetzt in den Krypto- bzw. NFT-Space eben vorstoßen. So, ich glaube, das hat sich mittlerweile, ich weiß, was du meinst, aber also Martin schreibt, Bullard ist doch immer der erstmal gegen die Marktmeinung agiert, quasi der so eine Art Kontraindikator und bisher war immer der Hawkische unter den Mitgliedern. Ich glaube, das war so die Einschätzung im Jahr 2013, 2014, also das ist schon ein paar Jahre her. Der ist zwischenzeitlich doch eher in Richtung Dovish unterwegs gewesen gefühlt. Also ich glaube, er ist noch einer der Hawkischen innerhalb des Fedboards, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist diese also diese Haltung, diese eher Hawkische Haltung in der Vergangenheit eher anzusiedeln. Also ich weiß, was du meinst, das ist auch immer so erst mein Gedanke, aber nichtsdestotrotz, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also das ist so ein Trend in Anführungsstrichen. Airbus und Boeing. Können wir noch einen Blick drauf werfen? Nehmen wir mal Boeing eventuell. Boeing. So. So, das war hier Corona. Keine so große Überraschung, dass da besonders eben die Airlines, nicht die Airlines, verzeihen, Flugzeugbauer ist es an der Stelle, ja, so muss man es ja bezeichnen, dass die unter Druck geraten sind. Also eine wirkliche Meinung, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht zu Flugzeugbauern. Ich gucke mal ganz kurz vielleicht hier. Also damit sich hier das Bild aufhält, dass ich dass die Aktie von der Long-Seite sehen würde, dafür würde ich erstmal sehen wollen, dass wir diesen Abwärtstrendkanal, der sich hier rauskristallisiert, also Hochs, die wir rund vor einem Jahr markiert haben, im März, mit dieser Abwärtstendenz im Hochgehandelt worden bei 2,77, tief jetzt bei 180. Also da würde ich gerne sehen wollen, dass wir diesen Abwärtstrendkanal verlassen und dass wir nach Möglichkeit auch uns deutlich oberhalb von 2,30, 2,35 eben hier halten können. Das ist so die Region Hochs November, Oktober, November Hochs ungefähr. Da würde ich dann eher wieder die Long-Seite eben tatsächlich favorisieren. Sollten wir hier überrollen, ja, ist durchaus doch mal realistisch ein Drop unter 200 denkbar, der uns Richtung 180 vielleicht sogar führt oder leicht tiefer sogar als die Dezember-Tiefs, beziehungsweise es sind sogar die Jahrestiefs. Also wir haben knapp vor Ende des Jahres haben wir hier Tiefs markiert, Jahrestiefs markiert. Also alles in allem kein sonderlich günstiges Bild, was ich hier skizzieren würde für Boeing an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet.
Das wär's soweit meinerseits gewesen. Obwohl, ich habe jetzt ganz, ganz vergessen, so ein bisschen den Kryptobereich abzudecken. Da wollen wir noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Eigentlich eine kleine Gegenbewegung, ein bisschen eine Relief Rally, die wir hier mal eingesetzt hatten. Also ich habe heute früh drauf geschaut, hatte nur bei Twitter kurz gesehen, so eine Art, was hatte man geschrieben, also so ein Asia-Meltdown, in Anführungsstrichen, ähnlich zu dem, der auch vorher schon stattgefunden hat. Wir haben hier einen wichtigen Bereich um die gestern ausgebildeten Tiefs, haben wir unterschritten, so die 42.500er-Region, 42.400er-Region. Haben hier nochmal Abgabedruck gesehen, der uns bis 41.000 geführt hat. Das ist jetzt auch ungefähr korrespondierend. Einerseits mit den September-Tiefs, also, ne, Moment, Verzeihung, den nehme ich mal besser hier raus. So, das ist das anzuvisierende Ziel. Ich mache das mal farblich ein bisschen anders. Das war diese Kursprojektion, die wir da bastelt hatten, wo ich sagte, wir haben hier so eine fallende Dreieckstruktur, die sich herauskristallisiert. Und mit einem Bruch unter dieses Level ist das anzuvisierende Kursziel liegt das im Bereich um 40.000. Da sind wir jetzt fast hingelaufen. Wir sind auch noch definitiv nicht über den Berg. Also, dass es das nochmal einen Test gibt, dass wir nochmal 1.000 Dollar pro Bitcoin hier tiefer notieren, ist dann durchaus im Bereich des Möglichen. Wir haben nämlich jetzt, wie man hier erkennen kann, im Bereich um ungefähr 42,5 dieser Ausbruchregion deutlich Schwierigkeiten. Also, ehemalige Unterstützung wird jetzt hier zum Widerstand. Wir sehen kurzer Spike, der in diesem Bereich stattfindet, aber wir rollen zunächst über, nochmalige Attacke, leicht tieferes Hoch, was sich hier ausbildet, erneutes Überrollen. Also noch ist nicht aller Tage Abend, aber bullisch sieht anders aus, so will ich es mal formulieren. Und das bedeutet, besonders wenn wir jetzt unter 42 zurückrutschen würden, wäre hier nochmal mit einer Attacke auf diese 41er-Region realistisch damit zu rechnen. Und das projizierte Kursziel, wie gesagt, liegt sogar im 40.000er-Bereich. Das ist dann Region auch September-Tiefs. Da wiederum würde ich allerdings sagen, rein Chance-Risiko-Verhältnis technisch scheint mir das ein ganz attraktiver Bereich zu sein. Also da würde ich jetzt nicht sofort eine Buy-Order hinlegen oder ein Buy-Limit haben wollen, aber ich würde zumindest, sollten wir solch ein Rollover hier zu sehen bekommen und nochmal einen Test der 40.000er-Region, würde das genauer beobachten. Also wenn hier ein Stabilisierungsversuch stattfindet, könnte man mal versuchen, mit kleinem Risiko einen antizyklischen Long auf den Weg zu bringen, mit Ziel vielleicht sogar eines zügigen Pushback, also so eine Gegenbewegung in Richtung der 50.000er-Region. Alternativszenario, ein bisschen weniger stressig für besonders längerfristig orientiertere Bitcoin-Trader, ist natürlich Rückeroberung der 42,5 und halten. Also das heißt, wenn wir über diesen Bereich rüberlaufen und uns halten, das ist ein erstes positives Signal und dann den Bereich hier um 43,5 bzw. ja, 43,7, so diesen Bereich, dieses Zwischenhochs hier, den rauszunehmen. Das könnte dann ein erstes Signal sein, dass wir wenigstens mal einen Retest dieser wichtigen Unterstützungsregion um roundabout 45,6, 46.000, also diese Region hier zu sehen bekommen. Also ja, aktuelles Schlüsselniveau, eben der Bereich hier ungefähr so um 42.500, 22, ja, 42.500 US-Dollar ungefähr. So, ja, und das wäre es. Soweit nunmehr erstmal von mir in den Wochenschluss gewesen. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal. Ich wünsche euch erstmal ein schönes, erholsames Wochenende und wir hören uns wieder am Montag, 10:30 Uhr, gemeinsam mit Markets hier zum Morning Meeting. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Märkte habt, die ihr gerne betrachtet sehen wollt. Könnt ihr gerne einen Blick drauf werfen und ja, nur mehr. Das wäre es meinerseits soweit erstmal gewesen. Also, happy trading, habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, erholt euch gut. Und Montag haben wir uns wieder 10:30 Uhr. Ich freue mich. Bis dann und tschüss.